Gelnhausen, auch eine reichhaltige Palette vom Ehrenamt. Zwei Seiten. Wo sind die Leseleute? Der Bürgermeister Thorsten Scholz sagt immer wieder, wie stolz er ist und die städtischen Gremien. Ehrenamt, es gibt hier wie viele Vereine? 150 Vereine, nur in der Stadt Gelnhausen. Mit wie vielen Mitgliedern? Knapp 16.000. 16.000 Bürgerinnen und Bürger. Ganz klar. Zum Laufe der Zeit, dann lernen viele Menschen kennen. Eben hatten wir eine frühere Mitarbeiterin des Kreiskrankenhauses Gelnhausen noch schönen Abend dann gesagt. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, auch in meiner Tätigkeit früher im Krankenhaus als Dezernent. Sie ist jetzt im Ehrenamt tätig. Oder das Ehepaar Schött, die kommt deine Hand. Seit 13 Jahren wohnt sie in Gelnhausen-Eiler, von Frankfurt zugezogen, sofort integriert, sofort in die Vereine, in die Gesellschaft. Und leider ist das jetzt die letzte Veranstaltung. Sie ziehen jetzt nach München. Der Mann hat eine neue Herausforderung beruflich angenommen. Das ist sehr, sehr schade, weil er wird uns hier fehlen. Und auch seine liebe Frau, die besonders im Elternbeirat, im Kindergarten, schon in der Schule, immer dort, wo etwas zu tun ist, immer sich engagieren. Und das gefällt mir besonders an dir und ihm, nie sich abgeben mit dem, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist eben so, wie Vorschrift ist. Das ist so.
immer dagegen angehen und sagen, warum ist das so? Das ist doch nicht gerecht, wir müssen eine andere Lösung finden. Nicht für sich selbst, sondern für andere. Ich darf euch im Namen der Anwesenden alles Liebe und Gute wünschen. Werdet glücklich in München. Wenn es nicht funktioniert, kommt in den McKinsey-Kreis zurück. Das ist im Übrigen der schönste Kreis in der Bundesrepublik Deutschland. Ja.